Hallo, guten Tag. Ich habe heute eine Rezension für euch. Adam? Von Sophie Oksanen, Fegefeuer. Dieses Buch. Der hat 386 Seiten und ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Ja. Und Sophie Oksanen, ich zeige sie euch mal, hier ist ein Foto drin, das ist sie. Ja, Fegefeuer ist ihr, wartet mal, ich glaube dritter Roman, genau der dritte Roman. Und die Protagonistin des Buches heißt Aliide Tru. Aliide lebt in Estland, man könnte sagen mitten in der Pampa. Sie hat da einen kleinen Hof, ist eine ältere Dame, lebt allein. Und ja, um Aliides Hof ringsrum ist nur Feld und Wald. Und es braucht schon ein paar Minuten dann bis zum nächsten Dorf. Aliide, am Anfang des Buches versucht sie, eine Fliege zu erschlagen, die in ihrer Stube rumschwirrt, weil Aliide möchte vermeiden, dass diese Fliege mit in die Küche fliegt und sich auf ihre Wurst setzt und dort meint, sie müsste da ihre Larven reinstecken. Ja, die Fliege fliegt dann so am Fenster rum und da merkt Aliide, dass draußen auf ihrem Hof irgendein Bündel liegt. Sie schaut genauer hin und denkt, ist das ein Mensch? Ist das irgendein Tier? Nun überlegt sie, gehe ich raus und gucke, wer das ist? Oder ist das vielleicht ein Hinterhalt und mich wollen ja irgendwelche Ganoven ausrauben? Ja, die Neugier von Aliide siegt und sie geht raus auf ihren Hof und guckt das mal von Weitem. Und da sieht sie, dass da ein junges Mädchen, ja, wie in so einer Embryostellung auf ihrem Hof da liegt. Sie versucht, das Mädchen dann zu wecken. Und ja, Aliide schwirren erstmal so mehrere Dinge durch den Kopf. Was will sie hier? Woher kommt sie? Rennen mir jetzt gleich irgendwelche Leute die Bude ein? Sie entscheidet sich aber, das Mädchen mit ins Haus zu nehmen. Und ja, sie riecht ganz unangenehm. Die Haare sind verklebt, die Klamotten sind zerrissen. Und sie hat so für Aliides Blick sehr westliche Mode an. Und ja, Aliide stopft sie dann in die Badewanne und die beiden versuchen sich so allmählich so ein bisschen aneinander ranzutasten und sich ein bisschen zu unterhalten. Und nun bleibt das Mädchen erstmal bei Aliide, weil das junge Mädchen namens Zahra ihr erzählt, dass sie vor ihrem Mann ausgerissen ist. Sie wäre gerade aus Russland gekommen und sie kann auch ganz gut Estnisch sprechen, was Aliide schon ein bisschen irritiert. Weil es wahrscheinlich eher untypisch ist, dass wenn man aus Russland kommt, eigentlich auch sehr gut Estnisch spricht, wenn man nun nicht von da kommt. Und Aliide findet erstmal jetzt nicht gleich raus, warum sie vor ihrem Mann wegrennt, nur dass das Mädchen plant, weiter in die nächstgrößere Stadt zu kommen und ja, sie will halt nicht zu ihrem Mann zurück. Anhand dann der blauen Flecken und Quetschungen und Prellungen, die Aliide sieht, als Xara dann in die Wanne geht, da wird ihr klar, ja, das muss halt ein Fall von häuslicher Gewalt sein. Ja, so vergehen erstmal die Tage, das Mädchen bleibt erstmal bei ihr und Xara packt auch ganz gut mit an und hilft Aliide so im Haushalt. Und wiederum, Xara möchte gern mehr über Aliide wissen, die aber, was ihr eigenes Leben betrifft, sehr verschlossen ist. Und ja, eines Tages kommt es dazu, dass Xara ein Schwarz-Weiß-Foto auf den Tisch legt. Da sind zwei junge Mädchen drauf, eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und Aliide estimiert das gar nicht so und es ist Fakt, das Foto der beiden Mädchen, das eine Mädchen ist Aliide und das andere ist Aliides Schwester Inge, die vor vielen, vielen, vielen Jahren mit ihrer Tochter Linda Estland verlassen hat und seitdem nie wieder Kontakt zu Aliide hatte. Geschweige denn, Aliide möchte auch gar keinen Kontakt zu Inge. Das Mädchen spricht sie dann halt darauf an,
das ist doch ihre Schwester. Und Aliide sagt, ich habe keine Schwester. Das ist für Sarah nun wieder ein Mysterium, denn so viel möchte ich euch verraten. Sarah ist das Enkel von Inge, also von Aliides Schwester. Wir machen dann auch einen Sprung in die Vergangenheit und lernen Aliide kennen, als sie noch ein junges Mädchen ist, viel mit ihrer Schwester unternimmt. Ihre Schwester Inge ist ihre Schwester, aber auch gleichzeitig ihre beste Freundin. Und beide sind dann so zu der Zeit, das ist dann noch vor dem Zweiten Weltkrieg, so die Zeit, wo die jungen Damen dann verheiratet werden sollen. Und Inge hat dabei immer gute Karten. Aliide findet auch immer, dass sie im Schatten ihrer Schwester steht. Inge kann immer alles besser. Sie kann besser mit den Tieren auf dem Hof umgehen. Sie ist besser im Haushalt, besser im Kochen. Sie sieht hübscher aus. Und es kommt halt dazu, dass die beiden einen hübschen jungen Mann erblicken. Einen jungen Mann namens Hans. Und Aliide ist vom ersten Moment, wo sie ihn sieht, Feuer und Flamme für Hans und möchte, dass er sich am besten jetzt gleich sofort Hals über Kopf in sie verliebt. Aber wie es das Schicksal will, hat Hans nur Augen für ihre Schwester Inge. Ja. Hans spielt dann in dem Buch eine gar nicht so unwichtige Rolle, was ich euch jetzt aber nicht erzählen möchte. Es ist auf jeden Fall so, dass ja, Estland ist von Russland besetzt. Als dann der Zweite Weltkrieg ausbricht, kommen die Deutschen nach Estland. Aliide beschreibt diese Zeit als eine sehr viel bessere, als wie wenn die Russen da sind. Und nach Kriegsende, wo die Deutschen wieder abziehen, wird Estland wieder von Russland besetzt. Ja, mehr jetzt so an sich möchte ich euch zum Buch gar nicht sagen. Ich habe es sehr gerne gelesen. Es war mein erstes Buch von Sophie Oksanen. Hat mir richtig gut gefallen. Auch Aliide. Aliide ist ja nun ja, gezeichnet vom Leben, will ich sagen. Sie hatte Erlebnisse. Sie hat große Opfer gebracht, aber gesehen hat es niemand. Und sie hat aber auch so ein guten Schuss an, ich sag mal, Egoismus. Also ich glaube, sie gibt für Menschen, die sie liebt, was sie kann, aber sie denkt auch gern an sich und geht dann auch wiederum über Leichen. Ich kann euch das jetzt nicht irgendwie anders erklären, also so habe ich das Buch auf jeden Fall empfunden. Und ja, wie es mit Sarah ausgeht, was aus Aliide wird, was sie in ihrem Leben so erlebt, was Hans noch für eine Rolle spielt, das könntet ihr dann selber rausfinden, wenn ihr Fegefeuer lesen wollt, möchtet. Und ja, ist auf jeden Fall ein Lesetipp von mir. Und dann würde ich schon sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, allen einen schönen Tag. Ciao!